Warum hat sich Cornelius Fudge geweigert, Harry Potter zu glauben? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werde ich euch erklären, warum Cornelius Fudge sich geweigert hat, Harry Potter zu glauben, als dieser sagte, dass Lord Voldemort zurückgekehrt ist. Cornelius Fudge war von 1990 bis 1996 der Zaubereiminister. Er spielte eine wichtige Rolle in den Harry Potter Büchern und Filmen, aber war auch sehr umstritten. Er stand oft im Konflikt mit Harry Potter und Albus Dumbledore, denen er kein Vertrauen schenkte oder diese sogar bekämpfte. Er machte auch viele Fehler und Versäumnisse, die es Lord Voldemort ermöglichten, zurückzukehren. Aber was waren die Gründe für sein Verhalten? Warum ignorierte er Harry Potter, als dieser ihm die Wahrheit über Voldemorts Rückkehr sagte? Warum versuchte er ihn als Lügner und Verrückten hinzustellen? Warum sah er Dumbledore als einen Rivalen um seine Macht an? In diesem Video präsentiere ich euch 5 mögliche Erklärungen für das Handeln von Cornelius Fudge. Bevor wir aber damit beginnen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und wenn ihr noch mehr über das Harry Potter Universum wissen wollt, schaut euch gerne die anderen Videos auf diesem Kanal an. Und jetzt lasst uns ohne weitere Umschweife mit dem Video starten. Der erste Grund, warum Fudge Harry Potter nicht glauben wollte, lag in seiner Angst vor Lord Voldemort. Fudge konnte nicht akzeptieren, dass der dunkle Lord zurückgekehrt war und dadurch eine große Gefahr für die magische Welt darstellte. Stattdessen wollte er seine Position als Zaubereiminister behalten und bei den Wählern beliebt bleiben. Obwohl ihm Beweise und Zeugenaussagen vorgelegt wurden, lehnte er es ab, mit Muggeln oder anderen magischen Gemeinschaften zusammenzuarbeiten. Vielmehr versuchte er, das dunkle Mal am Himmel zu verharmlosen und behauptete sogar, es handle sich lediglich um ein Feuerwerk. Fudge war so verblendet von seiner eigenen Angst, dass er nicht sehen konnte oder auch wollte, was wirklich vor sich ging. Sein Verhalten machte es Voldemort möglich, wieder an Macht zu gewinnen und seine Anhänger zu rekrutieren. Besonders deutlich wurde Fudges blindes Vertrauen in seine eigene Sicht der Dinge am Ende von Harry Potter und der Feuerkelch, als er Harry Potter und Dumbledore nicht glauben wollte. Stattdessen beschuldigte er die beiden, gegen ihn zu arbeiten und ihn anzulügen. Die zweite mögliche Erklärung für Fudges Verhalten ist sein Hass auf Dumbledore. Fudge sah ihn als Rivalen und Bedrohung für seine Macht an. Er war eifersüchtig auf dessen Intelligenz und dessen Einfluss. Dumbledore war der Schulleiter von Hogwarts, der größten und renommiertesten Schule für Hexerei und Zauberei in Großbritannien. Er war auch der Anführer des Orden des Phönix, einer Geheimorganisation von Zauberern und Hexen, die gegen Lord Voldemort kämpften. Er war zudem der mächtigste lebende Zauberer und der einzige, vor dem Voldemort wirklich Angst hatte. Fudge fürchtete seine Autorität und sein Ansehen sowie seine Absichten und Pläne. Obwohl er oft Rat oder Hilfe bei Dumbledore suchte, folgte er ihm nie ganz und widersprach ihm oft. Fudge versuchte stets, ihn zu kontrollieren oder zu manipulieren, zu diskreditieren oder zu entmachten. Zum Beispiel schickte er Dolores Umbridge als Lehrerin und später als Schulleiterin nach Hogwarts, um Dumbledore zu überwachen und zu behindern. Er versuchte auch, ihn vom Zaubergamot auszuschließen und ihm den Orden des Merlin zu entziehen. Er beschuldigte ihn sogar, einen Putsch gegen ihn zu planen und ihn stürzen zu wollen. Seine Besessenheit im Hass auf Dumbledore führte dazu, dass er ihm nicht vertraute oder ihm zuhörte, was ihn zum Feind von Dumbledore und seiner Armee machte. Die dritte mögliche Ursache für Fudges Verhalten ist seine Arroganz gegenüber Harry Potter. Fudge hatte keinerlei Respekt oder Bewunderung für ihn und sah ihn als bedeutungslosen und langweiligen Jungen, als Lügner und Angeber, als bloßen Nachfolger und Untergebenen von Dumbledore an. Er wusste nicht oder hat es gewählt zu ignorieren, dass Harry Potter der Auserwählte war, der einzige Mensch, der jemals den Todesfluch überlebt hatte. Deshalb hat Fudge niemals die Bedeutung von Harry Potter verstanden. Oft behandelte Fudge Harry Potter mit Verachtung oder Spott, ignorierte oder leugnete seine Leistungen und Erfahrungen. Er beschuldigte oder bestrafte ihn für Dinge, die er nicht getan hatte oder nicht kontrollieren konnte. Zum Beispiel stellte Fudge Harry Potter in Harry Potter und der Orden des Phönix vor das Zauberergamot, um ihn wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz zur Beschränkung der Zauberei Minderjähriger anzuklagen. Er versuchte, ihn unfair und illegal zu verurteilen, ihm den Zauberstab wegzunehmen, ihn von Hogwarts auszuschließen und seine Glaubwürdigkeit und Freiheit zu nehmen.
Fudge war so arrogant gegenüber Harry Potter, dass er nicht auf ihn achten oder ihm helfen konnte und sich damit zum Gegner von Harry Potter und seinen Freunden machte. Der vierte Grund für Fudges Verhalten war seine Ignoranz gegenüber der Wahrheit. Er wollte die Realität nicht sehen oder akzeptieren, die Fakten nicht anerkennen oder überprüfen und die Meinung anderer nicht hören oder respektieren. Fudge glaubte nur das, was seinen Überzeugungen entsprach, und leugnete alles, was seinen Ansichten widersprach. Er verfolgte jeden, der seine Autorität in Frage stellte. In Harry Potter und der Orden des Phönix verweigerte er sich der Prophezeiung über Harry Potter und Voldemort, behauptete, dass es sich um eine Fälschung handelte und ignorierte Warnungen über die Gefahr, die Voldemort darstellte. Zudem ignorierte er Beweise, die Severus Snape über die Aktivitäten der Todesser vorlegte. Fudges Ignoranz machten ihn zum Opfer von Voldemort und dessen Täuschungen. Bevor ich die Erklärung für Fudges Verhalten präsentiere, möchte ich euch mehr über seine Hintergrundgeschichte erzählen. Fudge war anwesend, als Sirius Black 1981 verhaftet wurde, weil er angeblich Peter Pettigrew und 12 Muggel getötet hatte. Danach wurde Cornelius Fudge Zaubereiminister in der magischen Welt, nachdem Albus Dumbledore das Amt mehrmals abgelehnt hatte und Bartemius Crouch in Ungnade gefallen war. Fudge war ein umstrittener Minister, der viele Fehler machte und die magische Welt in Gefahr brachte. Er versäumte es, die Sicherheit von Hogwarts zu gewährleisten, als der Basilisk aus der Kammer des Schreckens entkam, er ließ Sirius Black aus dem Gefängnis entkommen und verweigerte ihm einen fairen Prozess. Fudge unterstützte die Teilnahme von Harry Potter am Trimagischen Turnier, obwohl er minderjährig war, ignorierte die Warnungen von Dumbledore über die Rückkehr von Voldemort und startete eine Schmutzkampagne gegen ihn und Harry Potter. Cornelius Fudge schickte Dolores Umbridge nach Hogwarts, um die Schule zu terrorisieren und zu übernehmen, und verbot den Lehrern und Schülern, sich auf den Kampf gegen Voldemort vorzubereiten. Er ließ viele unschuldige Menschen verhaften oder einsperren. Fudge wurde 1996 als Zaubereiminister abgesetzt, nachdem er gezwungen war, die Rückkehr von Voldemort öffentlich anzuerkennen. Er wurde von Rufus Skimgore ersetzt, dem ehemaligen Leiter der Aurorenzentrale. Fudge blieb jedoch im Ministerium als Berater und Bote für den Premierminister der Muggel. Er versuchte, seine Fehler wieder gut zu machen, indem er Harry Potter und Dumbledore um Verzeihung bat und ihnen seine Unterstützung anbot. Der Stolz von Cornelius Fudge war der letzte Grund für sein Verhalten. Fudge war stolz und eitel, glaubte immer recht zu haben und alles zu wissen, betrachtete sich selbst als besten Zaubereiminister und allmächtigen Kontrolleur. Er sah sich als unfehlbar und unersetzlich. Diese Haltung zeigte sich in Harry Potter und der Orden des Phönix, als er sich weigerte, seine Politik oder Strategie anzupassen, obwohl sich die Situation verschlimmerte. Er vertraute weder Harry Potter noch Dumbledore und lehnte ihre Unterstützung oder Ratschläge ab. Selbst offensichtliche Fehler oder Überforderung wollte er sich nicht eingestehen. Fudges Stolz war so groß, dass er sich nicht und sein Verhalten korrigieren oder verbessern konnte und damit zum Versager und Verlierer wurde. Heute für euch, warum Sirius Black aufgehört hat, Remus Lupin zu vertrauen. Im heutigen Video geht es um Sirius Black, Remus Lupin und ihre Verbindung zueinander. Sieht jemand von euch etwas zwischen Sirius Black und Remus Lupin geraten? Gibt es Zweifel an der Freundschaft? Ich sehe jedenfalls keine. James, Sirius und Remus standen sich sogar so nah, dass niemand etwas anderes als totale und vollständige Loyalität von beiden Seiten erwarten würde. Ich weiß, dass Peter Pettigrew im Grunde alles ruiniert hat, wofür die Rumtreiber standen. Aber ich hätte nie gedacht, dass der Druck des Krieges die Dinge so weit treiben würde, dass Sirius Black an Remus Lupins Loyalität zu James zu zweifeln beginnen würde. Aber genau das war der Fall. Und genau das werden wir uns heute in diesem Video anschauen. Wir sehen uns all die Faktoren an, die dazu beigetragen haben, dass Sirius Black einen seiner engsten Freunde verdächtigt hat. Also lasst uns gleich starten. Es ist die Mitte des ersten Zaubererkrieges. Voldemort ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er gewinnt, egal was der Orden des Phönix ihm und seiner Truppe vor die Nase setzt. Tatsächlich ist sich Albus Dumbledore nur allzu bewusst, dass ihm die Niederlage förmlich ins Gesicht starrt. Die Prophezeiung wurde daraufhin von Sybille Trelawney vorausgesagt und sie gab denjenigen Hoffnung, die sie gehört haben. Severus Snape hörte den Großteil der Prophezeiung, mit Ausnahme des Teils, der besagt, dass keiner von beiden leben kann, solange der andere überlebt, und er informiert daraufhin natürlich den Dunklen Lord. Dieser begann nun mit der Suche nach dem Kind.
Severus Snape erkannte, was er getan hat, indem er Lily Potter in Gefahr brachte und informierte Dumbledore, dass die Potters in Gefahr sind. Er bat Dumbledore, sie zu verstecken, da er nur zu gut weiß, wozu sein Meister fähig war. Etwas, das sich Sirius, James, Remus und sogar Peter zugutehalten muss, ist, dass sie wissen, dass Voldemort eine ganz andere Art von Gefahr darstellt. Er wird keine Gefangenen machen und keine Ausnahmen zulassen. Er war ein Mann, der alles dafür tat, um seine Ziele zu erreichen. Viele Menschen verschwanden, die Winkelgasse wurde leblos, alle waren verängstigt, es waren ziemlich dunkle Zeiten und das Schlimmste war, dass der Dunkle Lord kurz davor war, den Sieg davonzutragen. Eine neue Veränderung war im Anmarsch. Der Grund, warum ich das so beschreibe, ist einfach. Es ist einfach wichtig, dass ihr alle versteht, dass die Mentalität von vielen Menschen verzerrt, instabil und unsicher war. Niemand vertraute irgendwem. Man wusste einfach nicht, wer ein geheimer Spion des Dunklen Lords sein könnte und wer nicht. Oder dass man, wenn man im Beisein der falschen Person etwas Falsches sagt, auf der Stelle getötet oder gefangen genommen werden könnte. Und das war nur für den gewöhnlichen Zauberer oder die gewöhnliche Hexe. Ich will gar nicht erst ausmalen, was mit den Muggeln passiert ist. Sirius Black war eng mit zwei der begehrtesten Personen der magischen Gemeinschaft verbunden, James und Lily Potter. Und der Dunkle Lord, der sich der Bedrohung, die ihr Sohn für ihn darstellte, bewusst war, musste das Paar finden, um an den Jungen heranzukommen und ihn zu töten. Es gab keine Möglichkeit, keine Chance, dass er den Jungen am Leben lassen konnte. Er tat alles, was er konnte, um sie ausfindig zu machen. Meistens durch Angstmacherei, durch sein Aufzeigen der immensen, konkurrenzlosen Macht. Und dabei hat er Peter Pettigrew so sehr erschreckt, dass er selbst zum Doppelagenten für die Todesser wurde. Sirius, so beschützend wie er war, war paranoid. Er spürte die Anwesenheit derer, die ihn auf Schritt und Tritt beobachteten, doch er konnte sich nicht sicher sein, ob er wirklich ausspioniert wurde. Er war James ewig dankbar, dass er ihm ein Zuhause und ein besseres Leben gab. Sirius würde sein Leben opfern, wenn es nötig wäre, um seine Freunde zu beschützen. Ebenso wie Remus Lupin und Pettigrew selbst. Zumindest würde letzterer sie in dem glauben lassen. Als ob das nicht schon genug für Sirius wäre, wurde er auch noch misstrauisch gegenüber allen, die ihn umgaben. Und er begann zu theoretisieren, wie und warum jede Person die Potters verraten könnte. Remus Lupin hatte seiner Meinung nach das größte Motiv dafür, wegen seiner Lykanthropie. Wie ironisch es war, dass Sirius seinen Freund nur wegen dieser Krankheit verurteilen würde. Sirius wurde einst ein Animagus und für diejenigen unter euch, die den Animagus-Prozess nicht kennen, es ist ein langwieriger, schwieriger und detaillierter Zauberprozess. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit des Scheiterns, wenn der Zaubernde nicht während der gesamten erforderlichen Zeit voll konzentriert ist. Remus hätte nämlich tatsächlich einen Vorteil, wenn der Dunkle Lord siegreich sein würde. Sollte Voldemort siegreich sein, müsste Lupin nicht mehr in dem aktuellen Klima leben, das für ihn recht unangenehm war. Der Dunkle Lord plante, die Zaubererwelt zu befreien. Er wollte eine reinblütige Gesellschaft erschaffen und als Gegenleistung für ihre kämpferische Unterstützung die Kreaturen befreien. Kreaturen, die tief in den verbotenen Wald verbannt waren, wie Riesen, Zentauren und Werwölfe. Sie müssten nicht länger in der Isolation leben und sich den strengen Gesetzen des Ministeriums unterwerfen. Vor allem Werwölfe wurden schwer misshandelt. Man sah auf sie herab. Sie wurden als gefährlich und als eine große Bedrohung angesehen. Und wer sich dem Ministerium zu erkennen gab, wurde zusätzlich unter strenge Beobachtung gestellt. Es wurden immer mehr Anti-Werwolf-Gesetze erlassen, die Remus das Leben extrem schwer machten, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit seinem Zustand an die Öffentlichkeit getreten war. James wusste um die Not seines Freundes und bestand darauf, ihm einen Monatslohn aus seinem Erbe zu geben. Er erhielt nach dem Tod seiner Eltern sein Erbe und teilte es mit Remus, da dieser nicht arbeiten konnte durch die Lykanthropie. Sirius, der weiß, was James für seinen Freund getan hat, konnte nicht akzeptieren, dass Lupin selbst nach einer solchen Geste noch die Seiten wechseln konnte. Aber wie ich schon zu Beginn des Videos sagte, die raue Natur des Krieges kann die Sinne einer Person verzerren, selbst wenn es die treuesten und ehrlichsten Männer waren. Und Sirius Black war nicht anders. Wir haben das sogar bei Cornelius Fudge gesehen, als seine eigene Paranoia ihn dazu brachte, Albus Dumbledore zu hinterfragen, als er sich einbildete, dass der Schulleiter die Rolle des Zaubereiministers übernehmen wollte. Was viele auf Fudges Kosten nicht wissen, ist die Tatsache, dass Fudge und Dumbledore einst sehr gute Freunde waren. Der Minister schätzte seine Meinung sehr und bat ihn in zahlreichen Briefen um Rat in bestimmten Situationen. Vor allem in seinen Anfangsjahren. Als Minister führten die ständigen Gerüchte über Voldemorts Rückkehr Cornelius auf einen paranoiden und zweifelhaften Weg, der sogar dazu führte, dass er sich in die Vorgänge in Hogwarts einmischte. Er versuchte, Harry Potter aus der Öffentlichkeit zu entfernen, indem er ihn von der Schule verwies, und versuchte sogar, Dumbledore nach Azkaban zu verbannen.
So ist es nicht verwunderlich, dass selbst die ehrenhaftesten Männer wie Sirius Black begannen, an allen zu zweifeln, die ihn umgaben. Sirius schlug sogar vor, die Entscheidung, den Fidelius-Zauber zu benutzen, ganz und gar vor Remus geheim zu halten. Stattdessen übersah er die Person, die den Verrat wirklich begangen hat. Niemand hatte Peter Pettigrew jemals als Bedrohung gesehen. Sirius hatte nie hinterfragt, warum er tagelang verschwunden war oder wie er behauptete, dass der Dunkle Lord über eine Macht verfügte, die jenseits allen messbaren Mitteln lag. Oder wie er sich zunehmend unwohl fühlte und sogar den schuldbewussten Gesichtsausdruck seines Freundes nicht bemerkte. Etwas, das sogar Lily Potter selbst aufgefallen war, als Peter sie besuchte, als sie sich versteckt hatten. Wie wir alle wissen, hat Peter seine Freunde verraten. Die Potters wurden umgebracht und Sirius selbst wurde das alles angehängt. Alles nur, weil Sirius die wahre Loyalität zu Remus ignorierte und zu Pettigrew eine zu große hatte. Manchmal sind diejenigen, von denen wir es am wenigsten erwarten, diejenigen, die den größten Schaden anrichten, denn sie haben mehr Freiheiten und mehr Vertrauen als alle anderen. Und das ist es, warum Sirius aufgehört hat, Remus Lupin zu vertrauen. Warum hat Lord Voldemort Harry Potter nicht einfach daran gehindert, seine Gedanken zu lesen? Im heutigen Video werden wir in ein kleines Detail der Geschichte von Harry Potter eintauchen. Dieses Detail betrifft Harry Potter selbst und Lord Voldemort. Genauer gesagt geht es um die Verbindung zwischen den beiden Figuren. Am 31. Oktober des Jahres 1981 reiste Lord Voldemort auf dem Höhepunkt seiner Macht nach Godric's Hollow zu dem Haus der Potters. In dieser Nacht änderte sich der Lauf der Geschichte, denn Voldemort war nur mit dem Ziel dorthin gereist, den jungen Harry Potter zu töten. Als er ihr Haus betrat, beendete er zunächst das Leben von James Potter und machte sich dann auf den Weg zu Lily und dem kleinen Harry. Als Voldemort sich Lily näherte, bat er sie, beiseite zu treten, um ihm Harry zu überlassen, um Snapes Wunsch, Lilys Leben zu verschonen, ein wenig nachzukommen. Er sagte Lily, dass er ihr Leben verschonen würde, wenn sie zur Seite treten würde, aber offensichtlich war es Lilys oberste Priorität, Harry zu schützen. Weil sie nicht aus dem Weg gehen wollte, wurde sie von Voldemorts Tötungsfluch ermordet. Kurz nachdem Lily zu Boden gegangen war, richtete Voldemort seinen Zauberstab auf Harry. Er wusste, dass er kurz davor war, den einzigen Zauberer zu töten, der eine Bedrohung für ihn und sein Regime darstellte. Doch was dann geschah, hätte er niemals vorhersehen können, denn nachdem er einen tödlichen Fluch auf Harry abgefeuert hatte, prallte dieser auf ihn selber zurück. Dies war das Ergebnis eines liebevollen Opfers, das Lily gebracht hatte, ein Opferschutz. Als der Fluch auf ihn zurückschlug, zerstörte sein eigener Fluch seinen Körper, und das bedeutete für eine gewisse Zeit das Ende von Lord Voldemort. Aber Voldemorts Fluch, der an Harry abprallte, war nicht alles, was passierte, denn in dieser Nacht entstand nämlich eine Verbindung zwischen den beiden. Voldemorts Seele war durch die Erschaffung von Horcruxen so destabilisiert, dass sich ein Teil von ihr abspaltete, als er von dem Fluch getroffen wurde, der nach hinten losging. Wenn ein Stück der Seele aus dem Körper gerissen wird, muss es einen Wirt geben, woran sich die Seele hängen kann, zum Beispiel an Baby Harry. Da Harry das einzig lebende Wesen im Raum war, klammerte es sich an Harry, wodurch die Verbindung zwischen Harry und Voldemort zustande kam, wie wir später wissen. Harry war sozusagen kein richtiger Horcrux, da kein traditioneller Horcrux-Erzeugungsprozess stattfand, aber eine Verbindung zu Voldemort gab es schon. Eine Verbindung zum Dunklen Lord bringt definitiv ein bisschen Arbeit mit sich. Harry sind viele unerklärliche Dinge widerfahren, manche mysteriös, manche nützlich, aber die meisten schlecht. Eine der Fähigkeiten, die auf Harry übertragen wurden, war die Fähigkeit, die Parselsprache zu sprechen. Er wurde zu einem Parselmund und hatte damit die Fähigkeit, mit Schlangen zu sprechen. Die Parselsprache ist besser bekannt als die Sprache der Schlangen, eine vererbte Eigenschaft durch die Nachkommen von Salazar Slytherin. Eine andere Sprache zu sprechen ist ein cooler Bonus. Ein massiver Nachteil ihrer Verbindung war miteinander der verbundene Verstand. Da ein Teil von Voldemorts Seele in Harry steckte, hatten sie Einblicke in die Gedanken und Gefühle des anderen, und ich bin mir nicht sicher, ob Voldemort jemand ist, den man gerne in seinem Kopf haben möchte. In regelmäßigen Abständen hatte Harry Schmerzen in seiner Narbe und seltsame, unerklärliche Visionen, in denen er sah, wie Voldemort Gräueltaten begann. Aber er konnte oft sehen, wo Voldemort sich befand und was er genau tat. Harry wollte es zwar nicht sehen, aber interessanterweise wollte Voldemort auch nicht, dass er es sah, weshalb er begann, Okklumentik zu praktizieren. Die Kunst, den eigenen Geist auf magische Weise vor denen zu verschließen, die versuchen, in ihn einzudringen.
Im Orden des Phönix nutzte Voldemort diese Verbindung aus, um Harry auszutricksen, aber im Halbblutprinzen hatte er erkannt, dass dies ein gefährliches Terrain war. Harry hatte nicht versucht, in Voldemorts Geist einzudringen, aber er hat es trotzdem getan. Selbstständig, was bedeutete, dass Voldemort aktiv werden und Okklumentik anwenden musste, um Harry zu stoppen, in seinen Geist einzufallen. In Kapitel 4 des Halbblutprinzen klärt Dumbledore Harry auf. "Also sag es mir, Harry", sagte Dumbledore, "deine Narbe, hat sie wehgetan?" Harry hob unbewusst seine Hand auf seine Stirn und rieb über das blitzförmige Mal. "Nein", sagte er, "und darüber habe ich mich schon gewundert. Ich dachte, es würde die ganze Zeit brennen, jetzt wo Voldemort wieder so mächtig geworden ist." Er blickte zu Dumbledore auf und sah, dass dieser einen zufriedenen Gesichtsausdruck trug. "Ich hingegen habe mir das anders vorgestellt", sagte Dumbledore. Lord Voldemort hat endlich erkannt, welch gefährlichen Zugang du zu seinen Gedanken und Gefühlen hast. Es scheint, dass er jetzt Okklumentik gegen dich einsetzt. Okay, Voldemort hat also die potenzielle Gefahr erkannt, die darin liegt, Harry seine Gedanken sehen zu lassen, und hat begonnen, ihn auszusperren. Das ergibt durchaus Sinn. Aber was keinen Sinn ergibt, ist, dass Harry im nächsten Buch, die Heiligtümer des Todes, wieder in seinem Kopf zu sein scheint. Das wirft die Frage auf, warum hat Voldemort aufgehört, Okklumentik zu benutzen? Warum hat er die Brücke zu Harrys Geist wieder geöffnet? Durch Einblicke in Voldemorts Geist konnte Harry eine Menge nützlicher Informationen gewinnen, die unweigerlich zu Harrys Sicherheit und Voldemorts Untergang führten. Harry erfuhr dadurch mehrere nützliche Dinge. Er erfuhr, dass Voldemort auf dem Weg nach Godric's Hollow und nach Malfoy Manor war. Er wurde auf Voldemorts Besessenheit von dem Elderstab aufmerksam. Und vor allem wurde er sich Voldemorts Angst bewusst, dass seine Horcruxe entdeckt werden. Er verriet Harry sogar, dass sein letzter Horcrux innerhalb der Mauern von Hogwarts versteckt war. Voldemort hat sich Harry gegenüber immer wieder offenbart und ich frage mich einfach, wieso? War es Arroganz oder etwas anderes? Warum lässt du deinen Feind absichtlich in deinen Geist eindringen, wenn du ihn nicht täuschen möchtest? Wie sich herausstellt, wurde J.K. Rowling genau diese Frage schon mal in einem Interview gestellt. Der Interviewer fragt folgendes: "Wie kommt es, dass Voldemort die Okklumentik nicht mehr gegen Harry einsetzte, als das sechste Buch zu Ende war?" J.K. Rowling antwortete folgendes: "Er verliert die Kontrolle und kann nicht verhindern, dass Harry in seinen Verstand eindringt. Die Verbindung zwischen ihnen wird von Voldemort nie ganz verstanden, denn er weiß nicht, dass Harry ein Horcrux ist." Rowling erklärt hier, dass Voldemort nie die Entscheidung getroffen hat, Harry in seinen Geist einzulassen, sondern nur nicht mehr in der Lage war, ihn davon abzuhalten. Angesichts der stressigen Lage und der Tatsache, dass seine Horcruxe links und rechts zerstört werden, verlor Voldemort einfach die Kontrolle. Es scheint, als ob Voldemorts mentaler Zustand einen großen Einfluss darauf hat, ob Harry in seine Gedanken eindringen kann. Wenn Voldemort die Kontrolle über seine Gefühle verliert, sei es durch Wut oder Frustration, vergisst er einfach, die Okklumentik anzuwenden und lässt Harry hinein, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Voldemort wusste nie, dass ein Teil seiner Seele in Harry steckte, also hatte er nie wirklich eine Erklärung für ihre mentale Verbindung. Für Voldemort, ein Meister des Verstandes und der Okklumentik, gibt es keine Möglichkeit, dass er denken könnte, dass Harry jederzeit auf seinen Geist zugreifen könnte. Wahrscheinlich wusste er, dass er in seinen Wutanfällen die Okklumentik für einen Moment außer Kraft setzte, aber er hätte nie gedacht, dass Harry in der Lage sein würde, aus diesen winzigen Zeitfenstern Kapital zu schlagen. Harry erfährt außerdem von Grigorowitsch, als Voldemort ihn gerade ermorden will. Er ist begeistert von der Aussicht, ein Leben zu beenden und vergisst in der Aufregung vielleicht kurzzeitig die Okklumentik anzuwenden. Harry erfährt von dem Elderstab, als Voldemort ihn findet, im Rausch des Triumphs und der Errungenschaft. Harry findet heraus, dass Rowena Ravenclaws Diadem in Hogwarts ist, nachdem Voldemort es gefunden hat. Und Harry erfährt, dass Voldemort auf dem Weg nach Hogwarts ist, als Voldemort merkt, dass das Medaillon verschwunden ist. Diese Gefühlsausbrüche, sowohl negative als auch positive, waren der Grund dafür, dass Harry in der Lage war, Einblicke in Voldemorts Bewegungen und in seinen Geist zu bekommen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.